Right. So in a self-managed company, much of the work is the same or similar to any other company. The basic fundamental difference is that there is zero command authority. So everyone is a manager in a self-managed organization. That means to the degree people are willing and able to adopt the functions of management, they do so. So virtually everyone is involved in strategy, planning, organizing, controlling, which has to do with financial functions and understanding budgets and return on investment and spending. Everyone is virtually involved in hiring and selecting new colleagues to work in the enterprise. And coordinating. Everyone's involved in coordinating their activities with every other person. So all the functions of management are distributed to every single person in the enterprise. That frees the enterprise up from having to hire layers of managers who most of the time are paid significantly more than the people under them. And it allows a company to increase the wages and salaries of virtually everyone because everyone is performing all the functions of traditional management. Benefits are significant. So first of all, we avoid what Gary Hamel's called the management tax, which means that we don't have a ratio of control or a span of control between, say, one manager for every 10 employees. That disappears. So we pay people more, but we don't have layers of management at all. And that results in significant financial and economic advantages. We also are better at decision making, we think. We think that involving and including everyone in decisions that affect them is critically important. And based on the principles that James Surowiecki outlined in The Wisdom of Crowds, we believe that we get better decisions as a result of organizational self-management. Sometimes those decisions may take longer than they do in a traditional organization because one person can't just snap his or her fingers and make a decision affecting other people. But we believe we get better decisions. So those are some of the dynamics of organizational self-management. So financial decisions are just another category of decisions in a company, as are strategic decisions, as are personnel decisions, or risk decisions, or growth decisions. All decisions are ultimately allocated to an individual in a true self-managed enterprise. Individual human beings are the ultimate reality. Organizations are concepts. Teams are concepts. Departments are concepts. Companies are concepts. Only individual human beings can make decisions. Only individual human beings can take actions. And so a crucial principle of self-management is that every decision that must be made in a self-managed organization is allocated to one or more individuals who then take ownership and full accountability for the consequences of that decision. And so this includes every type of decision, and so financial decisions are just another class of decisions that happen to be allocated to individuals who happen to have expertise in financial matters. Clearly not everyone possesses the same level of negotiating ability as everyone else. So we do start with the foundation that everyone is responsible and accountable for the processes that they agree to be accountable for, that there is zero command authority. No one can direct the activities of any other person. No one can tell another person what to do. No one can fire anyone else. So those are kind of the starting points, and in addition to expecting each and every person to honor the commitments that he or she makes. So we start there, and then if people want to negotiate
even formal hierarchies within their own department or area or functional area or division, that's perfectly okay, as long as it's completely voluntary and not imposed by one person on another. If one person says, you know what, I'm really not good at organizing my workday, I'd like you to organize my workday for me, that's perfectly okay, because the agreement was reached in a voluntary manner. So that's an actual hierarchy that was created through a voluntary negotiation, and that's perfectly acceptable in organizational self-management, because it can be renegotiated at any time. It's a dynamic system, it's not static. Once there's some agreement in place, it doesn't mean that the issue can't be reopened and renegotiated. It can be at any time at the desire of one or more parties. Technology helps enable self-management. It's certainly a tool that makes self-management easier, but we were self-managing successfully in the early 1990s and basically managing most of our accounting, for example, on a spreadsheet. And we didn't have email at that time widely, and we didn't have the internet, and we didn't have mobile technology to speak of. So. Essentially, we ran on a fax machine and with lots of paper printouts. And so it's absolutely possible to adhere to these principles without technology. Technology just makes the communication and the coordination easier. Ein Othello steht für offenes Technologielabor. Und was wir versucht haben zu bekommen, ist freien Raum, wo etwas sein darf, aber nicht sein muss. Das heißt grundsätzlich, wo einen physischen existierenden Raum in einer Gemeinde, wo Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Hintergründen einfach aktiv das für sich als Freiraum nutzen können und sowohl über neue Themen hier nachdenken, als auch sie experimentell umsetzen und erproben und testen. Das ist so ein Stück weit wie so eine regionale Bürgerbeteiligungsplattform, die nicht nur über Neues nachdenkt, sondern auch bewusst in das Erforschen und Ergründen und Experimentieren gehen kann. Das setzt voraus, und das ist so eine Grundlage, dass eine Kommune per Gemeinderatsbeschluss für sich beschließt, so einen offenen Raum sich zu gönnen für die Kommune. Das ist eine Voraussetzung. Das heißt, wir kriegen diese Räume, die zwischen 150 und 700 Quadratmeter Fläche bieten, von der Kommune kostenfrei zur Verfügung gestellt, inklusive Betriebskosten, Heizung, Internet. Aber nach unserem Wunsch meistens leer, außer eine Küche ist meistens gewünscht. Und das ist so für einen Kommunikationsraum einfach aus unserer Sicht wichtig. Das heißt, ein Othello besteht aus diesem grundsätzlichen Rahmen, einem Standortteam nennen wir das, das sind die Magic Five. Die beginnen dann diesen Prozess, diesen Raum zu hosten und zu gestalten und als Gastgeberinnen und Gastgeber zu begleiten. Das ist so das Grundprinzip, gründen meist einen Verein und beginnen dann mit einem Prozess, der besteht aus inspirieren, begeistern, sich vertiefen und dann ermöglichen. Das heißt, dass Dinge, wenn sie mal sich weiterentwickeln, auch einen guten Weg weiterfinden. Wobei wir das nicht als Zielsetzung haben, dass dann sich Startups gründen oder keine Ahnung was. Es ist kein Inkubator im klassischen Sinne, sondern es soll eine offene regionale Entwicklungsplattform sein, wo es tatsächlich um die Zukunft der eigenen Kommune und in Verbindung mit den anderen Standorten um eine gemeinsame Weiterentwicklung geht. Und wir haben vor 5 Jahren begonnen mit 2 Standorten hier im Salzkammergut. Und jetzt im Moment sind wir 18 Standorte, die sich halt untereinander auch gut vernetzt sind. Und wo wir halt neue Strömungen, Ideen halt auch schnell einmal weiter kommunizieren, weitertragen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch sowas wie, wir nennen das Pro Bono Partner Netzwerk. Das heißt, wir bauen schon auch ein Netzwerk auf mit Partnerinnen, die auch, wenn wir etwas brauchen, uns Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, dass wir in einer sehr schlanken, einfachen Struktur mit wenig Geld, so gut wie kein Geld, aber sehr viel an Aktivitäten setzen können.
Wir haben natürlich in der Beginnzeit war das offene Technologielabor sowas wie ein Stück weit ein Türöffner für den Gemeinderat. Das heißt, da steckt das Wort Technologie drin. Da konnten Sie gleich mal ein Häkchen drunter machen. Das müssen wir fördern. Punkt, Ende, nie. Wir haben allerdings auch immer kommuniziert, dass wir Technologie sehr unter diesem griechischen Sinn verstehen, im Sinne von Kunstfertigkeit, beziehungsweise beschreibt es ja eigentlich diesen Prozess von Gestaltung von Natur und Umwelt. Das heißt, wo wir mit Hilfsmitteln verschiedenster Art und Weise auch mental in die Gestaltung von Prozessen in der Natur und Umwelt eingreifen, um ein besseres Leben zu ermöglichen, im Idealfall. Und das war für uns eigentlich dieser Link. Wir wollten ein Stück weit diesen klassischen Technologiebegriff auch transformieren über die Jahre. Und das ist uns in vielerlei Hinsicht sehr gut damit gelungen. Das heißt, dass Technologie als gemeinschaftlicher Gestaltungsprozess stärker verstanden wird, wo wir Hilfsmittel uns aneignen und gemeinschaftlich entwickeln, um diesen Prozess mit einem offenen Labor und dieser Prozess dazwischen, das Technologie beschreibt für uns den Prozess, wo es um das Wie geht und auch ein Stück weit um die Haltung und auch ein Stück weit, was uns besonders wichtig ist, auch um die Reflexion der Folgen, wenn wir aktiv werden. Und das ist so aus unserer Sicht einer der wesentlichen, warum auch dieser Begriff, warum das jetzt immer noch offenes Technologielabor heißt, ist ein Stück weit auch der Versuch, einfach Haltungen zu transformieren. Es gab ab 2012 herum gab es bei uns eine Gruppe, ein sogenanntes Node, nennen wir die Gruppen, so ein Netzwerkknoten, der sich sehr intensiv, auch standortübergreifend mit dem Thema Arbeit in Zukunft auseinandergesetzt hat. Recht wesentlich war intensive Auseinandersetzung mit dem Fridtjof Bergmann, mit dem Thema Neue Arbeit, Neue Kultur und mit dem Gerald Hüther zum Thema Potenzialentfaltung, dazugehören, wachsen dürfen, inspirieren, begeistern, ermöglichen. Also in diesem Konglomerat gab es eine Gruppe von circa 20 Menschen, die sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt hat, kann man als Einzelselbstständiger oder als Mensch mit einem Anspruch, unternehmerisch tätig zu sein, das, was halt im Normalfall sehr einzelunternehmerisch oder in einer irgendwann kooperativ, zumindest in einer Kapitalverwertungsgesellschaft, einer GmbH oder so mündet, wo sofort das Thema Geld zum tragenden, grundlegenden Faktor wird. Das war ein Strang, gibt es eine Organisationsform, kooperativ zu wirtschaften, das uns in Summe kooperativ einen Vorteil bringt. Nämlich, dass es leichter wird, im Sinne von leichter wirtschaften, Dinge gemeinsam organisieren, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch wirksamer dadurch zu werden. Das war die eine Ebene. Ein zweiter großer Einfluss war, dass wir nach Wegen gesucht haben, einerseits würdevoll Geld zu verdienen. Das heißt, das, was man zum Leben braucht, würdevoll, gut, einfach zu erwirtschaften. Und dass aber nicht mehr Geld im Fokus steht, sondern unsere Gewinnidee war, frei verfügbare Zeit zu erwirtschaften. Das heißt, so etwas wie einen Grundrahmen herzustellen, wo wir sagen, ich brauche für mein Leben, damit ich gut leben kann, einen Verdienst von so und so viel. Das kann ich gut erwirtschaften, aber wenn ich mehr erwirtschafte, möchte ich das nicht ausbezahlt haben, sondern möchte das durch freie Zeit wieder konsumieren oder abbauen. Und das hat uns dazu geführt, über Modelle nachzudenken, unselbstständig selbstständig zu sein. Das heißt, diese Welt aus Unselbstständigkeit, sprich als Angestellter, mit dem Unternehmerischen so zu verknüpfen, dass wir auf beide Ebenen und Systeme Zugriff haben. Bei uns in Österreich kann man sich entweder für das oder für das entscheiden, aber es gibt eben nicht diese Zwischenform, wo du tatsächlich mit diesen verschiedenen Ebenen auch experimentell spielen und üben kannst. Musik